Hallo und herzlich willkommen zurück zur Super Funtime. Mein Name ist Steve Parker und ich bringe euch heute ein weiteres spannendes Pokémon Ultrasonne und Ultramond Wi-Fi Battle. Ich habe mich aktuell ein wenig ins Pikachu-Tier verliebt und obwohl es dort die geringste Pokémon-Auswahl gibt, finde ich, dass man trotzdem sehr kreative Teams bauen kann und vor allen Dingen hat man wirklich sehr viel Freiheit beim Teambuilding, was mir momentan bei den anderen Tiers ein ganz kleines bisschen fehlt. Ich freue mich heute, mal wieder einige Pokémon mitnehmen zu können, die man ansonsten relativ selten zu Gesicht bekommt, sowas wie Zaplagen, Dressella oder sowas wie Sibirio, habe ich schon wirklich extrem lange nicht mehr gesehen, aber im Pikachu-Tier kann man diese Pokémon tatsächlich sehr, sehr effektiv gestalten. Der Spielplan ist so ein bisschen wie das Setup and Sweep und der Rest des Teams probiert das Ganze so gut wie möglich zu supporten. Die erste große Synergie besteht hier aus Volbeat und dem Sibirio. Volbeat kann hier durch den Strolch sehr effektiv den Regen rausholen und das Sibirio kann dann durch das Wassertempo sehr schön davon profitieren. Wird schneller sein als vieles im gegnerischen Team, kann sehr guten Schaden drücken und kriegt sogar noch einen kleinen Damage Boost für die Wasserdüse, um Feuer-Pokémon ein wenig effektiver bekämpfen zu können. Priorität ist sowieso immer sehr, sehr gerne gesehen. Dadurch, dass Sibirios Naturinitiative gar nicht mal so hoch ist, kann der Gegner auch mit einigen Walschall-Usern schneller im Regen sein als Sibirio. Deswegen ist Wasserdüse ohnehin ein sehr schöner Angriff. Ich wollte aber nicht absolut vom Regen abhängig sein, deswegen haben die anderen Pokémon jetzt nicht die allergrößte Synergie, aber ein paar schöne Mechaniken sind da trotzdem eingebettet. Auf dem Zapplerang, das wir hier mit der Offensivweste übrigens spielen, haben wir den Donner statt den Donnerblitz. Donner trifft ja im Regen immer zu 100%, deswegen da ein wenig mehr Damage zu haben, ist immer ganz angenehm. Auch ohne Regen kann man ab und an einen Donner treffen. Insofern, da müssen wir gucken, ob wir denn überhaupt in eine Situation kommen, wo wir das riskieren müssen. Dann haben wir natürlich Bidifas mit. Bidifas sowieso das coolste Pokémon im Pikachu-Tier mit einer großartigen Fähigkeit und zwar Wankelmut. Alle Statuswerte, die wir erhöhen, erhöhen sich direkt um den doppelten Wert. Das heißt Schwertanz, super, mega stark. Wir haben dazu auch noch sehr viel Priorität mit dabei. Dadurch, dass die Initiative jetzt auch nicht die allerhöchste ist, wir haben hier den Ruckzuckhieb und die Wasserdüse, können also auf beide Step-Optionen zurückgreifen, dann Rückkehr wird mega viel Schaden machen, auch wenn der Gegner irgendwelche defensiven Pokémon hat. Fokusgurt erhöht ja auch die Chance, dass wir safe einen Schwertanz rausbekommen. Insofern hier ein sehr gefährliches Pokémon, auch wenn es nicht danach aussieht. Als nächstes haben wir noch einen Dressella mit dabei, ebenfalls eine Setup-Gefahr durch das Falterreigen. Ich spiele es hier mit der Punusbeere, weil ich als offensive Option hier den Blättertanz bevorzugt habe. Da kann man ja am Ende noch eine Verwirrung davon tragen. Punusbeere hilft da. Und leider habe ich komplett ignoriert, dass Dressella tatsächlich als Fähigkeit den Tempomacher hat. Das heißt, so kann man der Verwirrung so oder so entgehen. Das heißt, für die Zukunft ändere ich das Item. Aber für diesen Kampf haben wir tatsächlich die Punusbeere. Kann ja auch ganz wichtig sein für den Fall, dass Toxin rüberkommt oder irgendwie eine Verbrennung, die uns nerven könnte. Schlaf. Wobei ich nicht weiß, wie der Schlaf passieren könnte, außer mit Gesang oder Hypnose. Aber wisst ihr Bescheid, ich habe den Fehler erkannt. In der Zukunft, denkt dran, einfach mal die andere Fähigkeit spielen und irgendwie ein schönes anderes Item draufpacken. Überreste würden ebenfalls gut dazu passen. Dann das letzte Pokémon im Bunde, der Supporter, der hier die Setups überhaupt ermöglichen soll. Ein Slymog mit Memento Mori. Wir spielen es zwar auch sehr offensiv mit dem Giftschleim auch noch zusätzlich, aber Memento Mori gibt vielen unserer Pokémon eine safe Gelegenheit, das Setup zu fahren. Und wie gesagt, Bidifas, ein Schwertanz reicht da vollkommen aus, um mega gefährlich zu werden. Dressella nach einem Falterreigen ebenfalls sehr gefährlich. Wird super schnell unterwegs sein, kann sehr guten Schaden drücken. Man muss halt gucken, dass der Gegner jetzt nicht die allerkrassesten Resistenzen hat oder irgendwelche Stahl-Pokémon. Aber ansonsten, das muss man definitiv im Auge behalten. Ein schönes, solides Team. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, Hazards vom Feld wegzuentfernen, auch wenn ich da ein bisschen anfällig gegen bin. Aber mein Team ist so grundoffensiv, wenn der Gegner wirklich irgendwo die Zeit findet, Tarnsteine rauszulegen, Stachler oder Giftspitzen, dann habe ich definitiv was falsch gemacht, denn normalerweise müsste ich einfach so viel Druck die ganze Zeit haben, dass der Gegner eigentlich nicht durchatmen kann und sich diesen Luxus gönnen kann, eine Runde so zu verschwenden. Aber wie immer geht es darum, werde ich mich lumpen lassen oder vielleicht diesmal der Gegner. Dieser hat nämlich mit ein Vesprit, ein Landhorn, ein Kastatur, ein Rasaf, ein Kuriogel und ein Skuntank. Ein schön ausbalanciertes Team, wie ich finde. Natürlich, Skuntank ist das erste, was mir sofort auffällt, denn da habe ich leider keine
wirklich gute Antwort drauf. Kann potenziell offensiv gespielt werden, dass das da wird viel Schaden bei mir rüberwachsen. Ich habe leider kein richtig physisch-defensives Pokémon mit dabei, dass das Abschlag wird allen Pokémon ziemlich viel Schaden anrichten können. Kann potenziell auch noch die Priorität in Form von dem Tiefschlag haben. Das heißt, meine Setup-Pokémon werden es auch nicht ganz so einfach haben. Das heißt, da muss ich definitiv drauf aufpassen. Ansonsten muss ich sagen, dass die Kombination aus Volbeat und dem Siberio hier sehr viel Druck aufbauen kann. Der Gegner hat natürlich ein Landhund, was hier den größten Schadensquellen noch ein wenig entgehen kann, aber zum einen haben wir hier den Set Eisangriff, der trotzdem noch guten Schaden machen sollte. Kraftkoloss ebenfalls ein sehr starker Angriff und potenziell finden wir irgendwo die Gelegenheit, auf den Schwertern zu gehen. Da wird Landhund natürlich auch nicht super viel machen können. Die Verbrennung durch das Siedewasser wäre noch das Ärgerlichste, aber da muss man mal gucken, dass man irgendwie drum rumspielen kann. Aber ich laber hier schon viel zu lange rum. Ihr seid hier, mein spannendes Pokémon Wi-Fi Battle zu sehen und genau das sollte bekommen. Deswegen viel Spaß dabei. So, das Match geht los und wir starten hier direkt durch mit unserem prädestinierten Lied und zwar ist das Volbeat. Der Plan ist es, direkt zum Start den Regen rauszuholen, damit ich dann mit dem Siberio so viel Druck wie möglich aufbauen kann. Abhängig davon, was dann noch übrig ist vom gegnerischen Team, kann ich gucken, mit welchen Pokémon ich dann am Ende noch gewinnen will. Der Gegner seinerseits leadet mit seinem Vesprit vollkommen okay. Ich gehe hier, wie gesagt, erstmal auf den Regentanz. Absolute Priorität für den Fall, dass der Gegner hier den Verhöhner oder sonst irgendwas im Set haben sollte, was mich total ruiniert würde. Der Gegner geht hier aber in die Offensive und anhand des Schadens können wir schon sehen, das ist definitiv ein offensives Vesprit an der Stelle. Ob es ein Wahlglas trägt oder vielleicht doch eher ein Wahlschall, konnte ich an dieser Stelle noch gar nicht so richtig erahnen. Ich bin aber trotzdem auf die Donnerwelle gegangen, denn im Regen könnte das Vesprit tatsächlich schneller sein als mein Siberio, wenn es tatsächlich hier den Wahlschall tragen sollte. Das muss ich aber gar nicht mehr kalkulieren, denn der Gegner ist hier paralysiert, die Geschwindigkeit wird also um die Hälfte reduziert, also sollte alles sicher sein. Als nächstes hole ich natürlich mein Siberio rein. Ich habe noch relativ viele Runden vom Regen, denn ich trage hier den Nassbrocken auf meinem Volbeat. Der Gegner wechselt hier raus, ich gehe hier aber direkt auf den Z-Eisangriff. Sollte alles im gegnerischen Team einigermaßen gut treffen. Die offensive Gewalt von Siberio darf man auf keinen Fall unterschätzen, auch wenn es hier von dem Landhund beispielsweise resistiert werden sollte. Aber je mehr Schaden ich in den frühen Runden hier im gegnerischen Team verteilen kann, umso leichter werden es meine anderen Pokémon dann haben. Der Gegner ist währenddessen in sein Castadur rausgewechselt, welches hier sehr, sehr guten Schaden von dem tobenden Geofrost davontragen sollte, auch wenn es komplett physisch defensiv ist und Evolit ist wahrscheinlich auch noch mit drauf. Wir sehen schon, ein ganz knapper Two-Hit. Zum Glück haben wir hier einen sehr effektiven Treffer mit dem Kraftkoloss. Der Gegner scoutet aber erstmal ein ganz kleines bisschen mit dem Schutzschild, finde ich vollkommen okay und ich predikte direkt in der nächsten Runde, dass der Gegner hier rauswechseln wird. Er hat ja eine schöne Immunität gegen unseren Kampfangriff und er will ja auch so viele Züge wie möglich wegstallen, damit der Regen irgendwann aufhört. Ich habe ja keine weitere Quelle mehr, den Regen rauszuholen. Deswegen bin ich hier direkt auf den Eiszapfhagel gegangen, für den Fall, dass der Gegner hier sein Coriogel reinholt, aber der Gegner hat sich hier tatsächlich für Vesprit entschieden, was den Eiszapfhagel gar nicht mal so schlecht wegsteckt, muss ich sagen. Hat mich ein bisschen schockiert, dass es kein richtiger Two-Hit ist, aber wir bleiben weiter in der Offensive. Wir haben nicht wirklich viel zu verlieren. Der Gegner geht hier auf die Psychokinese, die uns ziemlich guten Schaden anrichten kann, aber wir haben ja noch zum Glück drei Runden des Regens vor uns, das heißt, hier muss ich nicht allzu viel befürchten. Im nächsten Zug wechselt der Gegner überraschenderweise ein weiteres Mal raus und zwar wieder in Castadur. Ich weiß nicht, ob der irgendwie was predikten wollte. Auf jeden Fall kann es hier einen weiteren Treffer definitiv noch wegstecken. Er will den Regen weghaben. Deswegen geht er hier wahrscheinlich nochmal auf Schutzschild. Ich predikte das an dieser Stelle, aber für den Fall, dass es später nochmal relevant ist und gehe hier direkt auf den Schwertanz, um die offensive Gewalt von Siberio noch weiter zu erhöhen und richtig, richtig fähig zu machen. Denn auch wenn gleich der Regen weg ist, wir haben ja noch die Wasserdüse, können also mindestens ein Pokémon nochmal richtig schön Schaden reindrücken. Landhund ist natürlich noch das beste Matchup für den Gegner, aber mal gucken, was gleich reinkommt. Ich gehe hier auf den Kraftkoloss, um nicht das Risiko zu fahren, mit den Eiszapfhagel zu missen, denn das wäre wirklich ärgerlich. Ich kann hier noch mit dem Siberio ein bisschen was machen. Auch auf plus 1 nur für die Wasserdüse guten Schaden machen. Mal gucken, was als nächstes kommt. Überraschenderweise kommt hier wieder Vesprit rein. Das zeigt mir, dass der Gegner hier höchstwahrscheinlich den Wahlschall trägt, sich also denkt, okay, ich werde mit dem Vesprit sowieso nicht allzu viel anfangen können und Siberio werde ich ohne Regen auf jeden Fall outspeeden können, aber Pustekuchen, denn wir haben die Priorität. Das hat der Gegner wahrscheinlich
vielleicht nicht kommen gesehen. Und so erreichten wir einen wirklich sehr, sehr hohen Nutzwert von unserem Bären. Hat zwei Pokémon rausgenommen im Alleingang und kann hier nochmal schön Schaden gegen das Razaf anrichten. Wirklich erfreulich. Der Gegner zeigt uns auch das Erdbeben auf dem Razaf, was ich ebenfalls nicht so richtig erwartet habe. Aber das ist ja schon fast eine Einladung, direkt ein weiteres Setup mit einem anderen Pokémon zu fahren. Und zwar mit unserem richtig krassen Bidifas. Bin extrem happy, dass wir es hier einsetzen können. Und ich muss auch sagen, dass ich gehofft habe, dass der Gegner auch auf seinem Razaf irgendwie den Walschall hätte verstecken können, denn Erdbeben wäre kein sicherer Tool gewesen. Das heißt, ich hätte hier sehr, sehr viel mit dem Bidifas machen können. Zum Glück tragen wir aber auch den Fokusgurt, denn der Gegner ist gar nicht Choice Lock, kann hier auf den Nahkampf gehen und das Bidifas auf den Fokusgurt runter reduzieren. Aber das ist vollkommen okay. Wir gehen auf den Schwertanz und durch unsere Fähigkeit kriegen wir nicht nur +2 auf unseren physischen Angriff, sondern direkt das Doppelte. Das heißt, offensiv können wir hier richtig, richtig gut reinhauen, wenn ich nicht diesen einen dummen Missplay an dieser Stelle gemacht hätte. Und zwar bin ich auf den Ruckzuckhieb gegangen, was absolut keinen Sinn gemacht hat, denn ich wusste natürlich, dass der Gegner ein Choreogel hat in der Geisterform, also eine Immunität gegenüber normalen Angriffen, und ich hätte nichts verloren, die Wasserdüse zu drücken. Hätte das Razaf besiegt, hätte natürlich nicht den allerbesten Schaden gegen Landhun gemacht, aber auf +4 und ich werde höchstwahrscheinlich schneller sein als Landhun, werde ich mit der Rückkehr genug Schaden machen, um es zu finishen. Deswegen ein wenig traurig an dieser Stelle, aber immerhin haben wir so das Choreogel dazu gezwungen, seinen Z-Angriff an dieser Stelle einzusetzen, um einen Schaden zu machen. Aber für den Gegner war es wahrscheinlich zu riskant, den Orkan einfach so zu drücken. Und mit der Geisterattacke hätte er hier nicht wirklich viel machen können. Deswegen, ja, ein kleiner Trost. Aber ich habe wirklich keine Entschuldigung, wieso ich hier den Ruckzuckhieb gedrückt habe und nicht die Wasserdüse. Hätte einfach alles wesentlich angenehmer für mich gestaltet. Trotzdem sind wir hier nicht auf verlorenem Posten. Als nächstes hole ich meinen Slimog rein. Der Gegner wechselt hier zum Glück nicht, denn ich gehe auf den Schattenstoß, um den Gegner outzuspeeden. Kann also das Choreogel rausnehmen. Läuft auch gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen, wir haben noch zwei sehr gefährliche Pokémon auf unserer Seite. Einmal ein sehr balkiges Sublaren hier mit der Offensivweste und dann mal wieder ein wenig Setup mit unserem Dressella. Das Problem ist, dass Sublaren Probleme haben wird, gegen das genische Razaf gut klarzukommen, da die physische Defensive nicht die allerhöchste ist, während Dressella eher Probleme gegen das genische Skuntank hat, das wir momentan so ein bisschen bearbeiten können. Das heißt, da habe ich eine sehr, sehr große Hoffnung, dass Dressella am Ende durchkommen kann. Der Gegner probiert hier mit den Tiefschlägen zu arbeiten, macht ansatzweise guten Schaden. Zum Glück haben wir hier auch den Giftschleim, der uns ein bisschen gegenheilen kann. Aber mein Ziel momentan ist es, so sicher wie möglich auf das Falterreigen mit unserem Dressella zu gehen, bevor der Gegner entweder in sein Razaf rauswechselt, was auf jeden Fall erstmal schneller sein sollte als Dressella, oder bevor der Gegner mir zu viel Schaden mit dem Skuntank durch den Gift-Hieb machen kann. Da habe ich theoretisch eine sehr, sehr gute Lösung für dieses Problem, und zwar spielen wir ja das Memento Mori auf dem Slimog. Dadurch verlieren wir zwar ein sehr wichtiges Pokémon an dieser Stelle, aber wir generieren uns dadurch quasi eine Startrampe für unser Dressella, um ganz weit nach oben zu kommen, denn jetzt, da der Gegner bei -2 physischen Angriff ist, wird sein Gift-Hieb nicht mal ein Two-Hit-KO sein. Wir kriegen also mindestens 2 Falterreigen raus, was wichtig sein wird, um das Skuntank auch besiegen zu können. Dann kann es natürlich sein, dass der Gegner den Tiefschlag mit dem Set hat, beziehungsweise den Tiefschlag haben wir schon gesehen, aber da haben wir theoretisch auch noch das Schlafpuder mit dem Set, um dem so ein bisschen zu entgehen. Also es ist noch nicht hundertprozentig geworden, aber wir sind auf jeden Fall in einer sehr, sehr guten Richtung. Wir sehen schon, der Gift-Hieb macht nicht allzu viel Schaden, der Gegner kriegt aber leider die Vergiftung. Zum Glück tragen wir hier die Prunusbeere, die eigentlich für was anderes gedacht war, also für die Verwirrung, die durch den Blättertanz kommen könnte, aber nun gut, besser jetzt getriggert und jetzt sicher sein, als später irgendwie durch ein paar KP noch zu verlieren. So, wir gehen auf ein weiteres Falterreigen, da wir den Schaden sehr, sehr gut einschätzen können. Wir müssen nur hoffen, dass jetzt nicht nochmal die Vergiftung kommt, was prozentual sehr, sehr wahrscheinlich ist, aber selbst in diesem Worst-Case-Szenario habe ich mir noch einen kleinen Plan überlegt, denn ein Tiefschlag sollte mich nicht rausnehmen, wenn es nochmal ein Tick kommt, aber zum Glück sind wir durch diese Runde komplett giftfrei durchgekommen, denn, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, der Blättertanz ist tatsächlich ein Move, der, obwohl er speziell ist, Kontakt mit dem Gegner herstellt. Der Gegner wird höchstwahrscheinlich die Fähigkeit Finalschlag haben, wird also, sobald er besiegt ist, durch den Blättertanz natürlich, mir relativ viel Schaden
Soldaten zurückschicken. Deswegen war es hier wichtig, dem Tiefschlag zu entgehen und durch das Schlafpuder quasi eine freie Runde zu generieren. Jetzt kann ich ohne schlechtes Gewissen auf den Blättertanz gehen. Wir machen hier sehr guten Schaden gegen das gegnerische Skuntank. Hätte ich auch nicht mal gedacht, dass es an dieser Stelle ausreicht, obwohl wir bei plus 2 sind. Aber Skuntanks werden ja meistens ein bisschen bulky gespielt, aber hier reicht es aus. Und zum Glück können wir auch den Finalschlag überleben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gegner hier noch irgendwie groß zurückkommen kann. Natürlich, es kann passieren, dass wir hier gleich die Verwirrung haben, der Gegner uns dann besiegen kann, aber ich glaube nicht, dass ein Razaf ohne Damage Boostendes Item, wir haben es ja mehr oder weniger bestätigt bekommen an der Stelle, unser Zapplerang One-Hit-Killen kann. Wir haben dafür den Voltwechsel, das sollte dann auf der anderen Stelle ausreichen, aber so weit kommt es gar nicht, denn wir haben Glück und können dreimal mit dem Blättertanz angreifen, ohne verwirrt zu werden. Das heißt, auch hier können wir 2,5 Pokémon mit nur einem Pokémon auf unserer Seite besiegen. Ist quasi das Siberio von Anfang, jetzt das Resella im Ende. Freut mich ungemein, wie es gelaufen ist, aber das ganze Team war ja auch darauf ausgelegt, dass hier diese sweependen Pokémon die allergrößte Chance haben, direkt zu strahlen. Leider nicht so viel mit dem Bidifas gemacht, wie erwartet, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die Sache mit dem Ruckzucki mich echt belastet hat, das restliche Match über, aber zum Glück konnte ich mich zum Finale nochmal ein bisschen fokussieren und dann genau die richtigen Entscheidungen treffen. Ich glaube, dass ich mit dem Slymog auf das Memento Mori gegen das eigentlich gute Matchup gegen Skuntank gegangen bin, hat schon sehr, sehr viel ausgemacht. Ansonsten hätte ich wirklich sehr große Probleme gehabt, mit Resella das Setup zu fahren. Gegen Lantern wird es wahrscheinlich funktionieren, aber Razaf hätte dann immer noch eine potenzielle große Gefahr darstellen können. Deswegen bin ich schon happy, wie es dann am Ende gelaufen ist. Wie immer an dieser Stelle würde ich gerne auf die Videobeschreibung hinweisen, wo ihr nochmal die genauen Sets meiner Pokémon erfahrt, mit Showdown im Portable natürlich, für den Fall, dass das Team gerne mal selber ausprobieren wollt. Mein Twitter-Link steht da drin, Twitch-Link ebenfalls. Schaut mal vorbei, wir machen momentan ein paar sehr coole Projekte im Stream. Also ein Blick lohnt sich da auf jeden Fall, sowohl im Stream als auch in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye!